Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Ich bin gerade am Ausmisten und zwar ziemlich, meine Haare sehen schrecklich aus. Genau, und zwar ziemlich, deswegen sieht es auch gerade so aus. Also da bin ich am was verkaufen, weil ich es einfach nicht mehr brauche. Die Gürtel, da muss mein Schatzeimer schauen, da ist der Putzeimer, das Zeug kommt auch alles weg, das kommt auch weg, den brauchen wir demnächst, deswegen steht er da und ja. Genau, ich habe wirklich schon einiges an Platz wieder gespart, also in den Schubladen sind sicherlich jetzt wieder 2, 3 Fächer frei und es ist auch einfach viel schöner so und da habe ich Zeugs, die dann in die Kleidersammlung kommen. Alles und ja, das kommt auch weg. Das dort hinten, der Sack, das wird weggeschmissen. Das ist kaputte Kleidung, kaputte Schuhe etc. Genau, dementsprechend sieht es da auch gerade aus. Ja, aber so geht, so ist das nun mal und ich werde jetzt weitermachen. Allerdings im Büro. Ich möchte nämlich gern. Ah, hier habe ich auch wieder aufgeräumt. Ne? Schaut mal. Jetzt komme ich viel besser am Bügeleisen ran. Da ist quasi nichts mehr. Das kommt wahrscheinlich dorthin. Das müssen wir noch hier behalten. Für Weihnachten. Ich weiß noch nicht, ob sie da drin schon sitzen kann. Aber ja, das lassen wir noch hier. Da sind jetzt die Putzmittel, die waren vorher da. Das Problem ist, dass Meister Proper nicht dorthin passt. Und wieder viel mehr Platz auch. Auch was hier angeht, ist wieder viel mehr Platz. Genau. Ganz oben ist zum Beispiel gar nichts. Und das muss verräumt werden. Das sind das leer. Das kommt auch woanders hin. Der Wiesen. Und kann euch mal zeigen, wie es hier drin aussieht. Eben auch ganz anders. Ich habe leider nicht davor gefilmt. Da ganz oben ist zum Beispiel auch jetzt frei, dadurch, dass die Taschen wegkommen. Zum Reinhängen. Habe ich wieder Platz, wo die Winterdings hinkommen. Hier sieht es allerdings noch so aus. Und nicht wundern, da hinten ist ein Riesenviech. Seht ihr das? Ja, richtig eklig. Das kommt dann auch gerade weg. Dieses Viech, ich glaube, das ist tot. Das hat sich seit Tagen, also nicht Tagen, aber seit gestern Abend kein bisschen bewegt. Und da werde ich allerdings jetzt einmal ein bisschen was machen und loslegen, während ich die Kamera auflade. Und ja, ich möchte nämlich dort auch ein bisschen umstellen, auch dann für dass ich mehr streamen kann und alles. Und dort ist es einfach dann schöner, wenn man da so ein aufgeräumtes Büro hat, das ordentlich hat und so weiter. Ne? Und da wird dann auch gerade Zeugs aussortiert, was man nicht mehr braucht. Wird weggeschmissen, ohne Wenn und Aber. Genau. Und ich würde sagen, ich fange dort einmal an und jetzt schnell einmal die Kamera währenddessen laden und sehen uns dann ein bisschen später wieder. So sieht es jetzt aus. Das reinste Chaos. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Beim Bett ist einfach das Problem, dass es wegen der Tür nicht dahin passt. Deswegen so da das Bücherregal und da der Schreibtisch und dann kann man da irgendwie noch was Schönes hinmachen. Genau. Und das muss alles wieder da rein und sortiert werden. Da steht jetzt da die Spielzeugkiste. Ich habe überlegt, entweder
das Bücherregal dort dran. Oder eben so, wie es jetzt steht. Und ich glaube, ich lasse es so. Ja. Eine andere Überlegung wäre jetzt noch, die mir in den Sinn kommt, dass der Drucker darauf kommt und man den schön daran schieben kann. Dann hätte man dort den Drucker stehen. Ja, ich weiß nicht. Ich muss es mir überlegen. Vielleicht muss man auch das, also Drucker, vielleicht tauschen und dann dahin platzieren. Ich habe keine Ahnung. Aber ich glaube, ich werde das einmal gucken. Also den Drucker werde ich so wahrscheinlich nicht unbedingt drauf bekommen. Aber wenn man da den Schreibtisch komplett in die Ecke stellt. Kleinen Moment. Ja, das geht natürlich weiter raus. Und da. Ja, das ist jetzt die Frage. Ich glaube, ich werde das einmal testen, dass der Drucker dorthin kommt. Genau. Ich probiere es mal aus. Schön. Genau. So, jetzt ist der Drucker dort. Schreibt dich dort. Das Gute ist, das kann man eben da wieder reinfahren. Dann hätte man zwar noch den Platz, aber ich glaube, das mache ich mal so. Ja, das lasse ich mal so. So sieht es jetzt aus. Müsste gucken, wie es natürlich jetzt dann aufgeräumt aussehen würde. Und ja, eigentlich ganz okay. So. Einfach irgendwann möchte ich da kein Bett haben, sondern dann ein Schlafsofa oder sowas. Ja. Genau. Reinste Chaos, ne? Und ich denke, ich lasse es jetzt erstmal so. Mal gucken, was Schatz dann dazu sagen wird. Und fange an zu sortieren, aufzuräumen und so weiter, einzuräumen wieder. Und mal gucken, wie es dann zum Schluss dann aussehen wird. Ja, ich kann es mir noch so irgendwie nicht richtig vorstellen. Ich habe das Gefühl, es ist schon irgendwie besser, das einzige Problem. Und ja, doch, ist wegen Steckleiste. Da ist einer da hinter dem, der müsste bis dahin gehen. Oder der müsste bis dahin gehen. Aber daran sollte es erstmal nicht scheitern. Ich schaue mal, wie es aufgeräumt dann aussieht und ob es mir so passt. Und würde mal sagen, ich räume auf und putz so ein bisschen Staubwischen und so ein Zeug und schau, wie es dann eben einigermaßen aufgeräumt aussieht und sehen uns dann gleich wieder.